Good morning, ihr Lieben, und herzlich gegrüßt aus Papua-Neuguinea. Heute geht es um das Thema 24-7 an den Narzissten denken. Und zwar ist es so, dass wenn man mit einem Narzissten zusammen ist, dass auch schon während der Beziehung man ständig nur noch an ihn denkt. Und das ist auch nach der Beziehung noch der Fall. Und es ist in etwa so, als hätte man einen großen Splitter im Kopf, der sehr hartnäckig ist, ständig da ist und den man einfach nicht ignorieren kann, weil der so drückt und man gar nicht anders kann, als ihm seine Aufmerksamkeit zu geben. Und egal wie sehr man sich dabei versucht abzulenken, anderen Dingen zu widmen. Nichtsdestotrotz scheint es so, als wäre man dem Ganzen ausgeliefert und dieser besagte Splitter nimmt dann trotzdem den ganzen Kopf ein. Und alle anderen Dinge sind irgendwie eher dann so Gedanken im Hinterkopf. Und dieses Phänomen, das gibt es nur in toxischen Beziehungen. Und das ist auch mit ein Grund, weshalb Menschen, die noch nicht mit einer toxischen Beziehung zu tun hatten, beziehungsweise einer narzisstischen Beziehung, das auch nicht nachvollziehen können. Es gibt drei Gründe dafür, weshalb das entsteht. Und zwar zum einen Abhängigkeit, dann Konditionierung und Traumata. Richtig geile Mischung, oder? Ich glaube, tiefer ins Klo greifen kann man gar nicht. Also zu Punkt 1, Abhängigkeit. Und zwar durch diese Push-and-Pull-Achterbahn-Dynamik, die suchterzeugend ist, wird man vom Narzissten abhängig. Und falls du beispielsweise mal Raucher warst und dann mit dem Rauchen aufgehört hast oder generell mit einer anderen Sucht schon mal zu tun hattest, dann wirst du genau wissen, dass in der Zeit, wo du diesen Entzug hast, sich alles nur noch um diese besagte Droge dreht und du dich einfach nicht mehr wohlfühlen kannst ohne diese Droge. Und du diese Symptome hast des Entzugs und einfach so einen unglaublich starken Drang hast, diese Symptome loszuwerden und dieses Suchtgefühl jetzt zu befriedigen. Und genauso verhält es sich in einer Beziehung mit einem Narzissten. Dann auch einfach die Konditionierung. Also der Narzisst, der hat ja wirklich die komplette Kontrolle über deinen Geist, über dein Leben, über deine Seele erlangt. Und er hat dich in so vielen Dingen abgewertet. Er hat dich umerzogen. Etc. pp. Also du bringst einfach alles mit ihm in Verbindung. Und auch wenn du schon aus der Beziehung draußen bist, bleibt diese Konditionierung noch eine Weile. Das heißt, egal wo du dich hinbewegst, egal was du machst, du bringst es mit dem Narzissten in Verbindung. Und dann als dritter Punkt natürlich auch Traumata, die aufgrund des Missbrauchs entstehen. Also nicht jeder Narzisst missbraucht physisch. Aber jeder Narzisst missbraucht emotional. Und das passiert ja nicht nur einmalig, sondern Narzissten sind Wiederholungstäter, es passiert immer und immer und immer und immer wieder. Und das zerstört einen auf einer ganz tiefen Ebene. Das verletzt einen auf einer ganz tiefen Ebene. Das schadet einem auf einer ganz tiefen Ebene. Und das ist halt auch nicht kurz mal verarbeitet. Also da hat man auch ganz massiv dran zu beißen. Es sind einfach ganz massive Eingriffe in die Psyche und in die Seele. Es ist einfach nur krank, weil wenn man mal so drüber nachdenkt, ist es in etwa so, als hätte der Narzisst sich gleich dreimal versichert, dass du
auf jeden Fall an ihn denkst. Und was ich da nur raten kann, ist, dass du zu 100% in den No Contact gehst, also den Kontakt komplett abbrechen. Alles dafür tun, dass diese Person einen nicht mehr kontaktieren kann. Das toxische Umfeld verlassen. Weil es ist eine ganz einfache Rechnung. Man kann nicht heilen in einem Umfeld, das einen krank gemacht hat. Okay? Immer im Kopf behalten. Man kann nicht heilen in einem Umfeld, das einen krank gemacht hat. Und ja, unter Umfeld zählt auch schon ein Bild auf Facebook anzugucken oder vom Narzissten ein einziges Wort über WhatsApp zu bekommen. So, das nächste, was ich raten kann, ist, dass du versuchst, alle Erinnerungen, die du an den Narzissten hast, mit etwas Positivem zu überschreiben. Also, du denkst zum Beispiel daran, wie ihr einen schönen Abend im Restaurant hattet. Dann treff dich mit einem guten Kumpel und hab einen richtig geilen Abend mit dem in einem schönen Restaurant. Oder du willst eigentlich verreisen gehen, aber du kannst dir das ohne den Narzissten auf keinen Fall vorstellen, weil du da an das ganze Positive denken musst. Positive. Verreist trotzdem. Etc. pp. Also du weißt bestimmt, was ich meine. Tu einfach trotzdem die Dinge, die dir gut tun und die du für richtig hältst. Und lass dich nicht davon abhalten. Deine Psyche muss einfach lernen, dass der Narzisst nicht das Nonplusultra ist. Okay? Und dass es auch ohne ihn ein schönes Leben gibt. Und aber auch, dass du ihn nicht brauchst und auch nicht auf ihn angewiesen bist. Das ist ein Trugschluss. Und das kannst du nach und nach lernen, indem du mit dir selbst und mit anderen Menschen völlig unabhängig vom Narzissten gute Erfahrungen machst. Und ja, ich weiß, es fühlt sich an, als würde es überhaupt nichts bringen. Es fühlt sich an, als ob es komplett nutzlos ist und einfach gar nichts hilft. So fühlt sich's an, ich weiß. Aber es ist ein Prozess. Das ist nicht du machst es nicht einmal und dann ist alles gut, sondern du musst es immer und immer und immer und immer wieder machen. Und dann löst sich das langsam, langsam. Dann denkst du nicht mehr 24/7 an ihn, sondern oder an sie, sondern denkst du nur noch 18/7 an ihn oder sie. Und dann irgendwann nur noch 14/7. Und dann irgendwann gar nicht mehr. Okay? Ich habe mir das damals ums Verrecken nicht vorstellen können, dass es möglich ist, dass ich nicht mehr an sie denke. Aber es hat geklappt. Und wenn ich nicht dieses YouTube-Ding hier machen würde, würde ich überhaupt nicht mehr an sie denken. Das weiß ich. Und wenn ich durch dieses YouTube-Ding an sie denke, dann sind es für mich einfach nur irgendwelche Fakten, die mir nichts ausmachen. Okay? Und das hätte ich mir damals nicht, wirklich nicht vorstellen können. Und es ist trotzdem passiert. Es hat seine Zeit gebraucht und es war verdammt schwierig für mich. Aber es funktioniert und genauso wird es auch in deinem Fall funktionieren. Und deshalb kann ich auch da nur raten. Radikale Akzeptanz, dieser Zustand ist jetzt da. Du kannst ihn dir nicht einfach mit einem Schnipp wegwünschen oder wegdrücken, ignorieren. Es ist jetzt so, wie es ist. Akzeptiere es zu 100%, dass es so ist. Aber freu dich auch darauf und der Tag wird kommen. Freu dich auch darauf, dass es vergehen wird. Es wird vergehen. Und ich weiß auch, wie abgefuckt es ist, wenn man die Entscheidung getroffen hat, dass dieser Mensch keine Kontrolle mehr über einen hat, wenn man die Kontrolle sich zurückholt und auch wenn man keinen Kontakt mehr hat, dieser Mensch dann die ganze Zeit trotzdem noch so ekelhaft präsent im Leben ist.
und man es einfach am liebsten abschütteln würde auf der Stelle. Aber es geht nicht. Es geht einfach nicht. Es ist okay, dass der Narzisst auf diese Art und Weise jetzt noch Einfluss auf dein Leben hat, Kontrolle über dein Leben hat. Okay? Aber es wird der Tag kommen, an dem das nicht mehr der Fall ist. Das verspreche ich dir. Und bis dahin bist du trotzdem in der Lage, dir jeden Tag etwas Gutes zu tun. Okay? Aber mach dir das bewusst, dass es ein Prozess ist. Okay? Du wurdest über Monate systematisch missbraucht. Und da ist es einfach ganz normal, dass es Zeit braucht. Und es ist auch ganz normal, es ist generell im Leben so, wenn es zu Erfolg kommt, dass Erfolge auch einfach auf Misserfolge basieren. Also ein Erfolg im Leben in irgendeiner Sache verläuft ja nie so, sondern es verläuft so irgendwie. Also wisst ihr, was ich meine? Es gibt einfach Ausschläge, Niederschläge. Also deshalb weitermachen, aushalten, aushalten, aushalten. Radikale Akzeptanz. Es wird, okay? Freu dich auf dein neues, geiles Leben ohne diesen ekelhaften Satanisten. Und zelebriere auch die kleinen Erfolge. Okay? Wenn du gestern an ihn oder an sie 24/7 gedacht hast und heute nur 21/7, zelebriere es. Okay? Du bist auf einem guten Weg. Mach dir das bewusst. Okay? Und diesen guten Weg gehst du weiter. Ja. Hab ein bisschen Vertrauen. In diesem Sinne, mach's gut, pass auf dich auf und bis bald.